Ja, und jetzt noch herzlich willkommen zurück zu dem letzten Stückchen. Ihr hört, ich bin wirklich sichtlich angeschlagen, deswegen, weil hier die Aufnahmen verloren gegangen sind. So, ich sag einfach nochmal. Ich sag's nochmal für die eventuell, dass da in einem Teil nicht zugehört haben. Ich kann es nicht mehr rückgängig machen. Ich werde und kann es nicht mehr rückgängig machen. Oh, da greifen Orks an. Inos sei mit dir. Bringst du Nachrichten aus der Burg? Kommt bald Verstärkung? Wegen der Neuigkeiten. Ja? Wie ist die Situation in der Burg? Die Orks halten ihre Belagerung aufrecht. Und sie ist nach wie vor den Angriffen der Drachen ausgeliefert. Verdammt. Hoffentlich werden die Jungs durchhalten. Pass auf. In der Burg sitzt ein Freund von mir. Er heißt Uda. Wir kennen uns schon sehr lange und haben manche Schlacht Seite an Seite geschlagen. Ich möchte, dass du ihm diesen Ring bringst. Er soll ihn für mich aufbewahren. Sag ihm, ich werde ihn abholen, wenn ich wieder zurück bin. Kein Problem. Wenn ich in die Burg komme, gebe ich den Ring Uda. Gut. Die Magie des Ringes wird Uda neue Kraft schenken. Und sag ihm, dass ich ihn mir wieder abholen werde. Okay. Tja. Ich wollte ja eigentlich gucken, ob Dingens hier eventuell hier sitzt. Aber das ist nicht der Fall. Ich werde Fajas jetzt erstmal alles wegnehmen und ihn wiederbeleben. Wie läuft der Das siehst du doch selber. Miserabel. Okay. So. Ach. Järgan ist auch tot. Ach ja, was, ich hab nur 3 Äpfel, okay. Egal. Ich werde eh noch schnell machen. Mir das dann das hinter mich bringen. Hier einfach mal schnell durchrennen. Ja. Ich bin gerade etwas desorientiert. Werde zur Burg gehen. Gib Uda den Ring. Mach mich dann auf zum letzten Drachen. Von selbst ist er da nicht drauf. Hey! Ich hab da ein ganz... Was? Ich bringe dir Tengrons Ring. Er soll dich schützen. Aber Tengron wird ihn sich holen, wenn er zurück ist. Was? Weißt du, was das für ein Ring ist? Diesen Ring hat er als Auszeichnung für seinen Mut im Kampf bekommen. Du sagst, er will ihn sich wieder zurückholen? So Innos will, wird er das. So Innos will. Okay. Oh, falscher Trank. Egal. Das ist mir wirklich langsam egal. Ich werde das nächste Kapitel dann schnell beenden und dann den Rest machen. Weil meine Motivation ist langsam wirklich null, hier noch weiter das Projekt zu machen. Ja, mal gucken, wie die nächsten Aufnahmen so werden. Vielleicht werde ich dann etwas motivierter sein, aber jetzt, nachdem die Aufnahmen jetzt weg sind, das ist... Nein. Da habe ich wirklich langsam keine Lust mehr.
Und ich will auch was anderes machen langsam. Aber ich habe es ausgesucht und ich werde es auch beenden. Selbst wenn einige Folgen fehlen sollten. Schlimm, wobei schlimm ist das schon, weil ihr wolltet wahrscheinlich sehen, wie ich hier die Drachen fertig werde, aber naja. Eventuell werdet ihr sehen, wenn ich hier noch mit der anderen Klasse mal das noch mache. Je nachdem, ob, mal gucken, ob sich da was ergibt. Ob ich noch Lust hätte darauf. Auf jeden Fall bin ich dann froh, wenn ich hier was anderes mache. Und wenn ich mit der Aufnahme fertig bin, werde ich wieder WoW spielen, weil ich muss heute, will heute eigentlich noch auf 70 kommen. Ich bin ja gerade auf LOLbomb. Ich bin ja eh gerade auf 88. Bin jetzt mittlerweile in Nordend angekommen. So, wenn die mal treffen, dann machen die mir eigentlich gar keinen Schaden mehr. Aber ich verstehe immer noch nicht, was die hier machen. Piss dich. Habe ich die Heilzauber schon verbraucht? Ja, die einfache Heilung habe ich schon verbraucht. Okay, dann kommt jetzt die mittlere Heilung. Wieso ist da gerade ein Bandit runtergefallen? Vom Himmel. Kommen die auf einmal alle her? Oh, das ist eine Schneelandschaft. Da ist ein Snapper. Jetzt brat mir doch einen Storch. Auch auf der Suche nach Profit, was? Ich wusste es doch. Doch eine Söldnerseele. Hör zu, wenn du meinst, dass du hier absahnen kannst, dann bist du schief gewickelt. Ich war zuerst hier. Schon klar. Wer gibt schon gerne seine Beute her? Du sagst es. Verschwinde. Nein. Und wenn ich nicht gehe? Jetzt spiel ja nicht den starken Mann, du Würstchen, sonst geht es dir wie den armen Schweinen, die da hinten tot im Schnee liegen. Das waren deine Leute? Jetzt nicht mehr. Ist kein großer Verlust. Die Idioten haben sowieso nichts getaugt. Was ist mit ihnen passiert?
Sie haben es nicht geschafft, an den dicken Eisriesen da hinten vorbeizukommen und sind von ihnen überrannt worden. Wenn du so ein harter Bursche bist, warum versuchst du es nicht mal? Na gut, warum nicht? Dann beeil dich. Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. So, die Eisgolems da hinten. Oh, 450 Erfahrung. Der Weg ist frei. Deine Eisriesen sind nicht mehr. Gute Arbeit. Dann lass doch mal sehen, was... Okay. Oh, das sind Lurker. Das war's mit dir, immer noch drauf. Lol, Bulko hat gar nichts getan. Mal gucken, reden wir mal. Warte mal. Was ist los? Verdammt kalt hier, Mann. Ich verstehe nicht, wieso Silvio ausgerechnet hierher wollte. Es gibt doch genug andere Gegenden hier, wo es was zu holen gibt. Nichts zu plündern. Sollte auch noch Anga helfen, hier sein Amulett zu holen. Oh, da hinten liegt noch ein toter Drachenjäger. Und da sind Echsenmenschen. Töten wir die mal. Da hinten ist eine Höhle, hab ich gesehen. Und da ist ein Troll. Höhle, der ein paar Skelette liegen und eine eingefrorene Truhe. Okay. Bin gerade erschrocken. Ein Ork seine Schätze versteckt. So 5 Dietriche. So laut. Ich habe mich wirklich sichtlich erschreckt. Ich bin immer so nach hinten so. So. Was ist jetzt los? Bitte friss mich nicht. Wobei Orks werden einen wahrscheinlich nicht fressen wollen. Man ist ihnen zu zäh und zu fleischig. Denn, wisst ihr, Orks sind Vegetarier. Was habe ich da für eine Scheiße eigentlich? Orks, die Vegetarier sind. What's up? Vegetarische Ork? Auflauf? So, und was macht ihr Video jetzt? Was jetzt? Tja, sieht übel aus, würde ich sagen. Am besten, du gehst vor und ich... Von mir aus? Na dann los, hau... Ich wollte mir jetzt einfach einen unnötigen Dialog ersparen. Und ich weiß eh schon, was kommt. Denn wie man sehen kann, chillen die beiden einfach da hinten rum. Weil Silvio auch so ein netter Mensch ist, krümmt er keinen Finger.